Also ich nehme an den Türkenprozessen teil, weil es sich um eine spezifische Form von Kunst handelt, also eine Ausprägung von Kunst. Und ich glaube, dass zwischen Kunst und Rechtswissenschaft ein viel engerer Konnex besteht, als dass die Juristen oder die Künstler jeweils behaupten. Im Prinzip machen die dasselbe mit anderen Methoden. Und das scheint mir interessant zu sein, weil ich glaube, dass beide davon profitieren können.